Mal kurzes Fazit nach 3 Sekunden. Die Grafik ist der Hammer. Zockerlauncher, herzlich willkommen, etwas überraschend, zum Preview-Livestream von Age of Empires 3 in der Definitive Edition. Ich wusste hiervon heute Morgen noch nichts, ja, dass mich Microsoft hier einlädt, hier beim Streaming-Event, hier steht es auch im Text, teilzunehmen, denn ich habe konsequent über das Jahr jeden Beta-Test zu diesem Spiel geschwänzt, wo ich eigentlich gesagt habe, mitzumachen, aber ich hatte nie Zeit. So. Sollte ich vielleicht noch mein... Ne, ist egal. Teamviewer ausmachen. So, okay, also Leute. Wir haben hier die Vor-Released-Version von Age of Empires 3. Hier steht Pre-Release, ja. Ist aber... in dem Sinne das fertige Spiel. Wir können hier fast alles machen, bis auf historische Kämpfe. Das ist noch ausgegraut. Und ja, dieses Event läuft bis zum Release am Donnerstag. Ich könnte also theoretisch jetzt eine Woche vorher schon jeden Tag Age of Empires 3 spielen. Und das ist richtig cool. Ja, wollte ich mal gesagt haben. Okay. Gut, wir werden uns heute prinzipiell mal auf die Singleplayer-Kampagne stoßen, weil ich niemanden kenne, der auch jetzt hier schon Zugang hat. Beziehungsweise King Joe und Kevin haben Zugang. Die haben aber keine Zeit. Was willst du machen, ne? So. In diesem Sinne, hi Ossi Eumel, hi Commander Groot, hi Flo, hi Thomas FC Bayern, hi Morbus Willi, hi Ente Quark, hi Marco, hi Hase HD, hi, hi Lukas. Was geht ab? Hi Marcel und hi Hendrik. Und hi 446F6D69. Oder so. Okay, Leute, dann lasst uns einfach mal starten. Also noch vielleicht noch vorab, ich bin krank. Wenn irgendwann meine Stimme weg sein sollte, wundert euch nicht. Ich hatte den ganzen Tag Fieber. Mir geht es eigentlich immer noch beschissen. Und es ist auch so ein bisschen ein Déjà-vu, weil letztes Jahr zum Release von Age of Empires 2 in der Definitive Edition, ich finde das Wort so cool, Definitive Edition, war ich auch krank, ja, und ja, ich hoffe, das wird nicht ganz so schlimm wie, ja, wie letztes Jahr. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, weil das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, hier als allererster Streamer hier mit reinzugucken. Okay, also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich spiele das blind, im Gegensatz zu Age of Empires 2, was ich damals viel gespielt hatte, habe ich noch nie in meinem Leben Age of Empires 3 gespielt, das muss ich euch vorab sagen, wirklich komplett blind. Und schon geht die Stimme dahin. Okay, also Kampagne, was können wir denn hier spielen? Blut, Eis und Stahl, hört sich doch gut an. Übrigens, muss ich auch noch erwähnen, bevor wir hier beginnen. Oh, ich bin nicht aber blöd im Bild, ne? Ich habe meine Cam schon angepasst, dass ihr rechts von mir die Karte sehen könnt. Wir spielen auf Mittel. Was ich noch kurz sagen wollte, man hat das Spiel ein bisschen abgeändert, um es geschichtstreuer zu machen und hat auch diverse Stellen neu vertont, gerade beim Thema Indianer, Inkas und so weiter. Da stand am Anfang dran, das war den Entwicklern sehr wichtig. Da ich aber das Original nicht kenne, keine Ahnung, ja? Okay, also. Der Feige landet auf Malta. Kommt da ein Video? Vielleicht in der Vollversion? Keine Ahnung. Im 16. Jahrhundert verteidigten die Ritter des heiligen Johannes auf der Mittelalterinsel Malta ihre letzte Festung gegen die Invasion der Osmanen. Okay. Oh, ich muss die Taste drücken. Die Geschichte meiner Familie in der neuen Welt beginnt mit dem Angriff auf Malta, dem letzten Außenposten eines aussterbenden Kreuzritterordens. Eins ist gewiss. Mein Ahne Morgan Black gehörte den Rittern des heiligen Johannes an, als diese die Insel gegen Sahin und die Osmanen verteidigten. Der Rest... Nun, wie in den meisten Familien ist es schwierig, Wahrheit und Legende auseinanderzuhalten. Alter, das sieht gut aus.
Morgen. Die Osmanen sind gelandet. 1000 Janitscharen, angeführt von Sahin dem Falken. Erlan Magnan ist immer noch Anführer der Ritter. Und er sagt, wir müssen sie am Strand aufhalten. Wir beziehen hier Stellung. Die Kreuzzüge sind vorüber. Und dein Orden ist auch nur noch ein Relikt. Ich bin noch nicht bereit zu sterben, Falke. Und unser Orden wird nicht untergehen. Er ist bereits untergegangen, Morgan. Willst du mit ihm untergehen? Das sah ja schon mal richtig gut aus. Ausbruch. Bin ich die roten oder die blauen? Stationiert die Armbrust an den vorderen Wellen und attackiert die Janitscharen. Haltet das vor um jeden Preis. Oh mein Gott, was muss ich tun? Armbrust? Krass, ne? Hier? Hier? Der. Jo, genau, der Held geht einfach mal raus. Hau sie um. Metzel. Stellst du das Tor auf? Könnt ihr auch da hochgehen? Hau die doch einfach um. Komm. Shit. Shit, shit, renn, renn, renn. Sterb nicht, sterb nicht. Kann man den mal weg, den Held? Der ist mir zu kamikaze-mäßig drauf. Aber ihr könnt jetzt gern mal hier schießen. So, kann man irgendwie die Wall besetzen? Nee, du machst das Tor auf, ne? Können wir welche nachbauen? Armbrustschützen. Oh ja, können wir. Was können wir hier bauen? Ich glaube, nach da oben werde ich gar nicht angegriffen, ne? Alter, wie geil! Da fallen Steine von der Mauer. Das gefällt mir. Und ich kann sie aufwerten. Veteranenarmbrustschützen, ja, das sollte ich vielleicht auch tun. Heilt sich der Held? Ja, tut er. Das ist gut. Geht er jetzt da hoch oder nicht? Könnt ihr von hier schießen oder nicht? Mal kurzes Fazit nach 3 Sekunden. Die Grafik ist der Hammer. Was hab ich hier? Grenzaußenposten-Update. Yes, Leon. Reparieren kann ich hier. Greift die osmanischen Reiter mit den Pikenieren an. Die Reiter, die kommen doch hier eh nicht rein. Komm auf, Angriff, Leute. Okay, hat es nicht ganz so gut funktioniert? Dann schießt einfach von hier. Niere. Was kann man da noch bauen? Rudelero. Schnelle Infanterie, Schwert und Schild. Komm, bauen wir ein paar. Und derweil machen wir vielleicht noch... Oh, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Was gehen hier noch? Nix, 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 das war's. Okay. Die sind ganz schön lästig. Leon.
Kann ich auch Taste A Angriff? Nahkampfmodus. Nicht angreifen. Ja, hier, komm drauf. Geht doch. Taste A Angriff. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Mylord, die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Unmöglich. Wir brauchen Kavallerie. Wir müssen Kommandant Erlen und den Rittern ein Signal geben. Zwei Siedler sollen auf den Hügel im Westen steigen und das Signalfeuer entfachen. Schau. Zwei Siedler? Signalfeuer? Nehme ich halt zwei Bogenschützen. Ah, nee, halt mal. Hier habe ich Siedler. Okay. Bleib da und kämpf. Wo sind meine ganzen Truppen hin? Die Franzosen sind auf dem Hügel und versuchen ein Signal zu geben. Schickt ein Schiff um ihre Flanke herum. Yes. Und greift diese Siedler an. Ready, yes. Hey, ich hab keinen Plan, ne? Die Osmanen brechen seitwärts aus, um die Siedler auf dem Hügel anzugreifen. Dann müssen wir uns beeilen. Schickt einige Männer auf den Hügel, um diese Siedler zu verteidigen. Wo ist denn mein Held? Sterben. Wir auch. Ich glaube, mein Held ist gerade gestorben, ne? Wo ist denn du? Scheiße, ich baue die falschen Truppen die ganze Zeit. Was? Bitte Sound leiser machen? Sorry, ich wink schon wieder. Der Sound ist viel zu laut. Habt ihr es leiser gemacht? Auch Bogenschützen. Armbrustschützen. Keine Ressourcen mehr. Okay. Die da oben kann ich auch nicht mehr verteidigen. Prima. Läuft bei mir. Scheiße. Mein Tor. Aber ich habe die Kanone weggemacht. Ne? Kann das sein? Hey, mein Held ist wieder da. Dann kill die doch. Hätte ich hier irgendwas bauen können? Ja. Lol. Ich glaube, ich bin tot. Prima. Was können wir noch tun? Können wir noch was bauen? Mein Held kommt noch mal? Geil. Komm, hau noch ein paar um. Hast du irgendwelche Spezialmoves, irgendwas? Tatsächlich. Hat er wirklich? Ja, krass. Ich habe jetzt hier Reiter drin, also brauche ich Pikiniere. Alter, ich habe schon wieder Bock neu zu starten. Ja Leute, passt der Sound jetzt oder nicht?
Komm, jagt sie los. Sound ist optimal. Okay, dann muss ich ihn bei mir wohl lauter machen, weil ich höre nämlich nichts mehr. Wenn jetzt noch das Gameplay noch passen würde, ne? Kann ich hier eigentlich nicht mehr Dorfbewohner bauen? Also jetzt für den nächsten Versuch? Boah, also Age of Empires 2 ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Nee, ne? Ich muss mit den Ressourcen im Schatz. Wie Schatz ist es, wenn ich dich da drauf schicke? 75 Nahrung. Wenn wir so viele Schätze wie möglich sammeln, erhalten wir auch mehr Rohstoffe. Klingt logisch. Wie die halt... Was ist eigentlich das hier? Der Turm hier. Kann der irgendwas? Der hat halt Waffen, ne? Und ich muss hier mit so ein bisschen ein paar Bogen rumschießen. Ist ja auch voll unfair. Und er hat Reiter. Gehabt. Weiter, weiter! Haut sie um! Und jetzt kommt mal, dass unser Held hier wieder irgendwie befreit wird. Weg, 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 weg. Ich find's jetzt gerade noch nicht so geil. Ich hätte nicht rausrennen dürfen, ne? Cool, das kämpft hier mit. Kann man das ja auch irgendwie reparieren eigentlich? Jetzt, ne? Wird gerade nichts gebaut. Wir könnten ja auch mal... Ich brauche die Verstärkung, sonst bin ich tot. Komm, mach deinen Move, bevor du stirbst. Fuck. Oh oh. Kann man nicht auch irgendwie die Karte drehen? Nee. So kann ich scrollen? Irgendwie kann ich die Karte drehen, ich bin mir sicher. Komm, du stehst. Ha! Okay, jetzt haben wir da oben genug. Vielleicht.
eigentlich, ne? Was können wir hier noch ausbauen? Sammeln Fleisch erlegener Tiere schneller. Ja, toll. Sammeln Münzen. Angriffs... Ich bräuchte irgendwas für Getreide. Da können wir den Ritter ausbauen. Packen euch mal in eine Gruppe. Und dann schnappt euch die da oben. Los. Okay, die habt ihr gekillt, dann helft hier mit. Und ich soll zwei Dorfbewohner kommen hier auf. Mach. Hoch mit dir. Scheiß auf Holz. Ach, los, mach. Wir sammeln erstmal ein paar Truppen. Er scheint nicht sonderlich begeistert. Also, ich habe noch nichts gesehen. Alles gut. Ihr würdet das hier natürlich alles viel professioneller machen wie ich. Ist ja eh klar. Passt schon, alles gut. Hauptsache, ich brenne jetzt hier. Guck mal, wir könnten ja mal mit dem hier noch einen Schatz einsammeln lassen. Ey, aber das Gebäude lässt er in Ruhe. Oh. Ich vermisse echt die Angriffstaste. Alt M, was? Alt M. Geschafft! Das Signalfeuer brennt! Na dann. Bombarden. Hoffentlich ist Alan unterwegs. Was brauche ich denn? Nahrung, Leute. Nahrung, 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 Nahrung. Könnt auch mal Tiere jagen. Warum brennt das Signalfeuer? Und warum bin ich hier morgen? Ich habe euch befohlen, das Fort zu halten. Ja, sorry. Alter, ist wieder alle tot. Nun, Falke kann es mit meiner schweren Kavallerie nicht aufnehmen. Voran, Morgan. Zerstört diese Kanone. Ja, my lord. Schickt die Kavallerie durch das Tor und schaltet diese Bombarden aus. Ey, wo ist der Angriffsbefehl? Weg freikämpfen. Weg freikämpfen. Mein armer Held, ne? Der ist bestimmt schon 100 Mal gestorben. Gut gemacht. Das ist die letzte Bombarde. Ausgezeichnet. Wir haben den Falschen besiegt. Im Augenblick. Hui. Alter. Gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ihre Heimatstadt. Dies ist Malta. Ach, da wäre ich jetzt auch gerne. Morgens Heimatstadt später in der Kampagne. Ist das ein Wortspiel? Später in der Kampagne können Sie die Heimatstadt zwischen den Szenarien weiterentwickeln. Sie erhalten dadurch mehr Macht und Optionen, um in späteren Szenarien zu siegen. Wenn Sie Age of Empires 3 spielen, besuchen Sie Ihre Heimatstadt in der Regel nach jedem Spiel. Gibt's da Bier? Anpassen, Deckbau. Was? Kartendeck? Oh. Das hatten wir? Hier sind wir.